Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 368. Episode dieses City Skyline Snowfall After Dark Natural Disasters Let's Plays. Ja, da habe ich gerade die DLCs aufgezählt und es steht ein neues in der Loipe. Colossal Order hat gerade veröffentlicht auf ihrer Presseseite, dass es demnächst einen neuen DLC geben wird. Und zwar wird er Mass Transit heißen. Ja, freuen wir uns drauf. Finden wir richtig gut, in der Hoffnung, dass diese ganzen Verkehrsprobleme damit auch vielleicht beseitigt werden, dass sie da an der AI ein kleines bisschen gearbeitet haben. Uns erwarten Fähren, Seilbahnen, Monorails, also Einspurenbahnen und Zeppeline. Ja, damit können wir demnächst unsere Leute von A nach B bringen. Ja, Seilbahn. Können wir jetzt schon mal gucken, wo könnte man eine Seilbahn hier installieren? Der Berg ist ein bisschen außerhalb, weil hier ist ja die Grenze irgendwie. Gut, Seilbahn, wenn wir uns ein bisschen schwer tun. Müssen wir mal schauen. Es wird einen Haufen neue Knotenpunkte geben, also Mass Transit Hubs nennen sie das, wo die Bewohner umsteigen können, praktisch von der Bahn in die Fähre, was weiß ich, von der Fähre in den Zeppelin, was auch immer. Da soll es spezielle Gebäude für geben, freuen wir uns auch sehr drauf. Neue Szenarien sind angedacht, es wird neue einzigartige Gebäude geben. Neue Straßentypen, Brücken, Kanäle, dafür wird gesorgt sein. Ja, und die neuen Fortbewegungsmittel sollen gut Kohle in die Stadtkasse spülen. Da freuen wir uns besonders drauf, kohlemäßig. Gut, wir sind im Moment im grünen Bereich sozusagen. Kohlemäßig läuft es gut, könnte aber besser sein. Für die Größe, also das, was ich jetzt nochmal mit einnehme, das habe ich auch mit einem 10.000 Seelendorf eingenommen. Habe ich so das Gefühl, ob das jetzt stimmt. Wer weiß das. Ja, ganz wichtig, es gibt neue Hüte für Chirpy, diesen komischen Vogel, der normalerweise oben in der Mitte ist. Den habe ich ja abgeschaltet, weil ich ihn, ja, er ist unnötig. Er trägt zu dem Spiel nichts dabei. Ja, und dass er jetzt neue Hüte hat, Wahnsinn. Diese DLC wird es wie immer auch zum Teil kostenlos für alle Cities-Spieler geben. Welcher Content denn kostenlos für alle sein wird, keine Ahnung. Ja, und eine Sache noch, auf der GameStar hatte ich gelesen, dass Straßennamen, ja, dass man die ändern kann, dass man den Straßen generell Namen geben kann. Das aber, wie gesagt, habe ich nur auf der GameStar gelesen, direkt im Presserelease von Cities steht davon selber nichts. Also behalten wir das mal noch vielleicht in Klammern. Vielleicht weiß die GameStar aber auch mehr. Was weiß denn ich? Ja, ich weiß, dass wir zuletzt an unseren Straßenbahnen rumgemacht haben. Und wir waren auch so gut wie fertig, bin ich der Meinung. Das sind nur noch zwei Bahnen, die wir unten im ja, Weltraumlift Loop, so heißt ja dieser Bezirk, gemacht werden müssen. Kümmern wir uns drum. Etwas, was mich auch sehr, sehr interessiert, ist, was ist jetzt aus unserer neuen Ölindustrie geworden, die ich hier gebaut habe. Ist ein bisschen was entstanden. Ein paar Buden sind hier, ist cool. Und den jetzt, soweit ich beurteilen kann, auch ganz in Ordnung soweit. Aber auch viel zu viele überqualifizierte Mitarbeiter. 0 von 24 ist frisch gebaut, noch kein Arbeiter drin. 18 von 18 und 11 davon überqualifiziert. Gucken wir hier noch. 18 von 18 auch 11 überqualifiziert. Gibt es keine Informationen? Ist außer Betrieb. Whatever. Im Normalbetrieb 9 überqualifizierte, ja, das ist so das Problem, dass wir viel zu viele schlaue Bürger in der Stadt haben. Eigentlich müsste ich die Schulen mal für mehrere Jahre zumachen, um mehr Leute dümmer zu machen, damit sie auch arbeiten gehen. Oder ich sorge für Arbeitsplätze für hochqualifiziertes Arbeitspersonal. Kann man ja auch so rumsehen. Und da fallen uns ja nur die Büros ein. So, was ist hier mit Ressourcen? Ah, guck mal, das dünnt sich aber schon mächtig aus hier. Das heißt, in 3-4 Episoden kann ich den ganzen Mump auch wieder wegräumen hier. So. Ich glaube, das Kabel können wir da noch rausschneiden. Hat seinen Dienst getan. Nö. Pinsel. So, eine
damit selber eigentlich hier auch. Mal total weg, halten die Zeit an. Habt ihr ansonsten von irgendwo Strom? Ja, von hier oben, ne? Ja. Katsching, so, habt da zwei Anschlüsse. Macht mal strommäßig, erzeugen wir viel zu viel. Da haben wir letztens auch nachgeregelt. Ja, das lag aber daran, dass es so mächtig kalt war. Und die Wärmeproduzenten vermutlich mehr Strom gezogen haben. Vermutlich. Sollte ich da wieder ein paar Prozent runternehmen? Was ist mit Wasser? Oh, Wasser sind wir auch wieder ziemlich nah dran. Und dort wurde ein bisschen was aus den Wassertanks rausgenommen. Ist die Frage. Wurde das jetzt rausgenommen oder füllt sich das langsam wieder auf? Das wäre ja toll. Achso. 470130 468, okay, hier geht Wasser raus. Oh oh, haben wir gerade rechtzeitig gemerkt. Wir brauchen mehr Wasser. Tja, und sagt ihr nicht letztens, dass ich nicht über 130% gehen will? Dann brauchen wir so ein Sewage Treatment Dingens. Ihn hier. Sewage Treatment Pump. Kostet uns 25.000, treats wastewater and returns the clean water to the water system. Macht ein bisschen Lärm, 240.000 Kubik Wasser und zieht 320 Kilowatt. So. Mittig wäre eigentlich hier, aber ich könnte eigentlich schon so ein klein bisschen anfangen zu stauchen, oder? Obwohl, Quatsch. Ist doch viel schöner, das dann irgendwann komplett umzubauen. Vielleicht in eine andere Ecke oder so. Katsching. Zeit laufen lassen. Volle Geschwindigkeit. Müsste jetzt auf 3.1 oder so gehen, ne? 3.1.94. Okay. Geht's wieder gut. Er sollte sich wieder auffüllen. Ey. Auffüllen. Na. 4.64, 4.62. Der geht immer noch runter. Was soll denn das? 4,71, da haben wir doch. Ja, mal schnell den Trend abwarten. Okay, haben wir das hier fixt. Wir gucken bei der Schule. 98%, die sind voll. 99%, immer noch ein bisschen Luft für 5000. Und hier ist richtig Luft. 82% mit Abschluss. Juti, wir gehen hier runter. Sortieren. Machen alle aus. Kontrollieren, ob alle aus sind. Ist das Programm auch manchmal ein bisschen schluderig. So, Weltraumlift 1. Hatte ich ja letztens hier noch ein bisschen umgebaut. Und ich glaube, ich habe in der Aufzeichnung gesehen, dass ich hier mit den Bushaltestellen, dass ich da irgendwas nicht richtig gemacht habe. Also hier diese Verteilung. Beispielsweise hier. Diese Station möchte hier hin. Und ich hätte mal auf Pause gehen sollen, damit sich das auch irgendwann erledigt. Das ist okay. Ihr seht gut aus. Hier rüber hat auch noch falsch rum. So, jetzt sind wir all set. Jetzt darf es weitergehen. So, wir haben bloß die Weltraumliftlinie an. Ich denke, die hatte ich letztes Mal fertig gemacht. Ich kontrolliere sie bloß noch schnell mal. Praktisch einmal rum, dann hier raus. Hier gibt es zum Beispiel keine Station. Wollten wir das so? Warum gibt es da keine Station? Kann mich da an keinen Grund erinnern. Ich meine, generell wäre zu überlegen, ob man hier auf so geraden Strecken wirklich an jeder Straße hier Stationen machen muss. Ob man nicht jede zweite irgendwie rausnehmen könnte. Hat er damit teilweise auch angefangen? Ja, so, dann ging es einmal hier zum Flughafen. Hier ging es einmal rum eine Haltestelle hier oben. Und dann ging es hier in die Stadt. Das sieht gut aus. Dann ging es hier einmal rum, links herum. Stationen sind schön synchron.
Was hier mit diesem Abbieger? Auch komisch. Whatever, interessiert uns nicht. Gut, und wieder zurück. Das heißt, diese Strecke ist intakt. So, dann haben wir noch was Ähnliches. Und zwar hier kommend vom Weltraumlift. Dreht hier eine große Wendung. Und wieder zurück. Okay, gefällt mir hier diese Station nicht. Staubereich vom Tunnel nicht so gut. Aber hier eine Station. Die könnten hier auch ein bisschen besser übereinander liegen. Oh, wir halten mal an. Ziehen. Er macht's. Lassen wir wieder laufen. Geht hier lang. Achso, wir sind auf der falschen Lupe. Ihn hier gerne dort und ihn hier gerne dort. Das gefällt uns, das gefällt uns. Hier müssen wir nachbessern. Und in den Tunnel. So, kommen wir auch am Flughafen raus? Hatte ich da auch wieder was? Nee, diesmal ohne Flughafen. No. Aus dem Tunnel. Aus welchem Grunde sollten wir hier keine Tramstation haben? Jetzt. Er macht sie. Hat sie zumindest geplant. Hier fehlt eine. Ah, hier hatte ich mit irgendeinem Abwechseln irgendwie angefangen. So, ich setze jetzt trotzdem erstmal alle. Und wenn ich irgendwann hier so knallrote Achsen habe, so, dann befasse ich mich mit diesem Thema nochmal. Ansonsten müssen sie halt jetzt hier an jeder Straßenlaterne einmal halten. Ist mir von der Sache her dann auch egal. So. Die Tram. Mächtig kurzer Stauraum hier. Das könnten wir aber auch parallel zu den Bushaltestellen legen. Dann tun wir das. Tja, nun gibt es ja demnächst hier diese extra Transport-Hubs. Gibt es dafür dann auch einen Hub? Muss ich denn hier irgendwas hinbauen, damit die hier rüberlaufen? Weil im Grunde genommen müssten ja die Leute, die beispielsweise hier aus der Tram aussteigen, tippel, 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 hier oben bis zur nächsten Kreuzung, weil hier wird eine Ampel oder ein Fußgängerüberweg sein, irgendwas in der Art, weiß man ja nicht. Könnte auch überall Zebrastreifen bauen, das habe ich mir auch aus irgendeinem Mod mal rausgeholt, aber die sind ja grauenvoll. Da entsteht ja sofort ein super Stau, fand ich nicht so gut, als ich damit rumgespielt habe. So, dich synchronisieren wir dorthin. Du bist gut. Oh, und hier haben wir eine kaputte Textur. Wir nehmen dich weg. Und mehr ist hier nicht wegzunehmen. Haben wir hier eine Tramstation? Nee, haben wir gar nicht. Dann vermute ich, dass wir das mit einem Bagger lösen können, dieses Problem. Wir haben Straße mit Schiene neigend zum Biegen. Ungefähre Mitte. What? Hier baut er eine Station hin. Eine Tramstation. Als wenn hier. Was soll das denn? Das ist aber merkwürdig. Hm. Was wird passieren, wenn ich jetzt ihn hier nehme, hier hinziehe und obendrauf noch sage, dass ich keine Busstation haben möchte? Geht nicht. Hier geht's? Hm, gut, das kann ja durchaus sein, dass irgendeine andere Station hier noch ist, die wir jetzt ausgeblendet haben. Busse sind alle an. Machen wir mal alle Trams an. Ah, und da haben wir das Problem. Hier halten zwei Trams. Zwei Stück sind das jetzt zwei Tramstationen. Siehst du, alles überdeckt hier alles irgendwie. Das ist ungünstig, Leute. So, ich nehme mal ihn. Ich ziehe ihn hier hin. Nee, es ist bloß eine Tramstation, aber hier fahren zwei Züge vorbei.
Die halten jetzt auch beide da. Tja, das ist jetzt die Frage. Lieber die Bushaltestellen gegenüber die Trams ein bisschen versetzt. Man sieht ja doch alle dann schon anders aus, wenn man das hier sozusagen im Big Picture mal sich anguckt. Also ich ziehe die Busse mal alle nach links, wo dann jetzt er schon ist. Klasse. Du gehst dann so lange dorthin. Hier ist nix. Ha, natürlich. Na, sag mal, wenn ich schon am Umschalten bin, dann kann ich aber gleich komplett erledigen hier. Dachte ich, mach erstmal das und dann das. Aber es scheint nicht wirtschaftlich. So, so sollen sie jetzt alle aussehen. Die Trams gegenüber und der Bus ein bisschen weiter links. So ist der Plan. Und wieder zurück. Wir greifen uns ihn. Einer fährt vorbei. Frag mich, warum hier eigentlich einer vorbeifährt. Das könnte auch wieder so ein Irrläufer sein. Irgendwie. Weil der fährt überall vorbei und das ist merkwürdig. Und abgesehen von dem Weltraumlift ist doch bloß noch eine andere Trambahn, die sich hier rumtreibt. Sollte ich dem vielleicht mal auf die Spur gehen? Wir gucken mal schnell, was blinkt denn hier. Weltraumlift 1 und Weltraumlift 2. Nur in den Weltraumlift 2 mal. Oh, und der fährt zweimal, fährt er hier rum. Okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, bin ich der Meinung. Zeig mal nur ihn, mach mal alle Busse aus. Der fährt komplett zweimal hier lang. Hier nur einmal. Stoppen der noch und soll nicht. Sieht ja. Hä? Da ist doch wieder irgendeine andere Linie an, obwohl ich gesagt habe, alle ausmachen. Tja. Weltraumlift City. Jetzt hat er auch schnell wieder umsortiert, dass ich das hier für Weltraum Swift City halt, wie ich das vorher so sortiert hatte. Leute, das ist doch scheiße. Und gerade sagen, warum dreht denn hier nochmal eine Runde? Das, So, sagen wir mal, der ist in Ordnung. Kommt hier aber zweimal wieder raus. Das heißt, hier ist irgendwo eine Station nicht richtig. Hier ist irgendwo eine Station doppelt gesetzt. Okay, dann nehmen wir Station weg. Bis bloß noch zwei Pfeile hier auf der Linie sind. Und das kann ja jeder sein. Aha. Das ist schon mal clear hier. Trotzdem. Ah, das war's. So. Da ist wieder irgend so ein Ding passiert hier beim Stationssetzen, aus Versehen auf die falsche Seite gekommen und schon dreht er durch. Wenn ich den hier nehme und hier rüber ziehe, seht ihr, da habt ihr gleich Doppelpfeile. Und sowas in der Art wird da passiert sein. Nehme ich mal schwer an. Gut, dann möchte ich doch bitte gerne wieder alle Buslinien sehen. Und meinetwegen darfst du auch die wieder alle anmachen, damit wir hier ein schönes Endpicture haben. Gut, nach wie vor, die Trams möchte ich gerne übereinander liegend haben. So. Und der Bus verkrümelt sich nach links. So. No.
Knoten. Du hier hin. Eine neue Station für dich. Für dich. Und dich. Ja, und sind wir einmal rum. Und haben so auf dem Papier an und für sich erstmal alle. Ja, jede Buslinie und jede Tramlinie kontrolliert. Und was jetzt als nächstes kommt, ist an und für sich von der Arbeit her wahrscheinlich viel größerer Aufwand. Und zwar das komplette Netz zu kontrollieren, wenn wirklich alles an ist. Um zu gucken, ob auch wirklich alles übereinander liegt, ob es nicht irgendwo wieder komische Sachen gibt. Also wir können jetzt ziemlich sicher sein, dass es jetzt keine Irrläufer mehr gibt. Aber dadurch, dass wir die ganzen Linien halt eben einzeln bearbeitet haben, kann es sein, dass es beispielsweise hier irgendwelche Verschiebungen gibt. Das müssen wir uns alles mal, ja, in Ruhe bzw. in Let's Play Hektik ansehen. Was ist hier los? Mal hier fahren auch mehrere Bahnen, teilweise fahren sie vorbei. Ja, weil ich da zwei verschiedene Linien, die hier fahren, unterschiedlich zu diesem Zeitpunkt interpretiert habe, ne? Könnte man beispielsweise auch diese ganzen Stationen hier irgendwie zusammenfassen. Gut, werden wir machen, aber in den nächsten Episoden erst. Wir lassen die Zeit laufen. Ich bedanke mich bei euch. Mach mal hier einen Klick, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.